Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Netzer-Folge von mir. Und ja, ich mache die Folge heute schon auf dem Donnerstag, weil ich morgen arbeiten muss. Und deswegen habe ich mir einen ruhigeren Server ausgesucht. Möchte mit euch noch ein bisschen looten gehen. Und meine Haare sitzen ja gar nicht. Und ja, ich habe einen US-Server gewählt, einen leichteren, kleineren. Und mal gucken, was wir hier so reißen können. So, ich gehe mal auf den Server drauf. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja die Netzer-Waffe. Ich lade mal noch eine Kralle rein. Und latsche einfach mal jetzt hier schon rum. Guck einmal ganz kurz, wo wir sind. Und wie viele Spieler es gerade online sind. Das stimmt ja nicht immer überein, was da so steht. Westview ist hinter uns. Da will ich jetzt eigentlich hin. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich könnte ein bisschen Energie gebrauchen tatsächlich. Vielleicht hole ich mir ein Paket im Westview. Und drauf haben wir... Oh, 13. Das ist nicht viel. Drauf sind nur 13 Leute. Finde ich ja super. War ja auch US, ne? Ja. Gut, ich habe die Netzer-Waffe mit 1000 fetten Schuss geladen und bin ganz gespannt, was wir damit so reißen können, wenn wir einen Spieler beim Weg laufen. Ich hoffe natürlich nicht, dass der feindlich ist, ne? Aber auch für andere Nessers können wir natürlich killen. Ach, Energie brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche nur was essen und trinken. Munition haben wir echt einen Batzen dafür. Wir haben noch eine Uzi als Backup-Waffe und 65 Schuss haben wir noch ja, extra. Sag ich mal so. Also für die Waffe kriegen wir die Netherkrallen und die sind eine Top-Geschichte. Und wir lassen schon einfach mal ein bisschen rum, mal gucken, ob wir vielleicht eventuell noch irgendwas finden. Hier gibt es noch ein paar Energy Packs, wenn ich Glück habe. Aber das Zielen ist echt der letzte Rödel damit. Ich denke mal, ich will mal mit dem Finger drauf zeigen, aber das seht ihr ja gar nicht, wohin ich ziele und dementsprechend... müssen wir das erstmal austesten. Am besten an Objekten wie Nethers. An Spielern ist natürlich eine schwierige Geschichte. Laufe ich jetzt auch hoch? Ja. Ich bin fast bei Westview. Oh, ich hoffe, dass hier keine Sniper rumrennen. Sieht so aus, ob da was liegt. Oh, eine Pistole. Ja, die, da sage ich natürlich nicht nein. Da wird immer so unglaublich langsam, so eine Knarre. Dann gehe ich einfach mal nach Westview und hole mir ein paar Kätschen. Shift-Taste klemmt wieder ein bisschen. Und wie ich sehe, sind wieder mal keine Nether unterwegs. Oh Gott, wenn mich einer mit der Waffe sieht, knallt er mich sofort über den Haufen, um sie zu bekommen. Deswegen verstecke ich sie erstmal. Ich dachte, da läuft einer. Oh, ich bin in letzter Zeit ein bisschen paranoia, was Nether betrifft. Außerdem haben wir auch so draußen noch dunkel. Und ich muss noch mit dem Hund gehen. Das habe ich ganz vergessen. Bin schon eine halbe Stunde überfällig. Aber ich wäre ja gerade draußen im Garten mit ihm. Oder mit ihr. Ist ja eine Sie. Okay, da ist ein Viech. Ich weiß nicht, kommt man da rum? Nein. Das habe ich gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht alleine auf dem Server. Auch wenn es nur 13 kleine Männchen sind. Ja, ich renne. Gut. Ich guck mal, ob ich hier ein Paket finde, was nach oben nach Westview kann und ja, dann habe ich ja schon eigentlich, was ich will. Hier haben wir unseren Crafter, den brauchen wir gerade noch nicht. Energie für unterwegs. Habe ich denn da noch was kleines? Oh, Gleiter nehme ich mal mit. Immer noch danke an Let's Go. Den Rucksack lasse ich aber erstmal hier. Und die Munition nehme ich aber mit. Nehme ich aber mit. Das tue ich mir an. Aber Teile ist halt auch etwas mangelbarer geworden, muss ich zugeben. Ich könnte mal wieder ein paar Teile sammeln. Mal so eine Sammelfolge nur für Teile machen. Auch cool. Perfekt. Genauso wie ich mir gewünscht habe. Und so fühle ich dann schönste 20 Minuten Video wieder mal mit Paketdienst, aber ich hoffe mit ein, zwei Abenteuer unterwegs. Mal sehen, was wir da so erleben können. Wie gesagt, Teile fehlen mir halt noch. Bleibt hier noch voll. Könnt ihr ja mal hier hinten schauen. Mann, das Gebüsch sah aus wie ein Typ. Der Bromax ist ganz gut gerade. Mir fehlt es nämlich gerade an Nahrung. Ach, hier liegt ja Geld. Herrlich. Und Essen. Hat er mich jetzt gemeint? Ja, er hat mich gemeint.
Ich hasse es, wenn sie nicht direkt spawnen. Man hat keine Ahnung, wo die auftauchen. Hoffentlich nicht durch die Wand, nicht durch die Wand. Oder er gibt auf. Hat aufgegeben. Das klappt tatsächlich. Das ist wie beim Tyrannosaurus Rex. Wenn er mich nicht sieht, dann bin ich nicht da. Ich hab einfach. Hast du so nah an der Safe Zone zu stehen? Ich habe ein Paket dabei. Das wollen wir wegbringen. Aber erstmal naschen wir einen Snack. So, die neueste Nether-Folge, also heute, die Donnerstag-Folge, ist schon raus. Ich habe gar nicht geguckt, ob das alles funktioniert hat. Der Upload dauert manchmal richtig, richtig lange. Jetzt haben wir eine Waffe fertig geladen, oder? Das gehört. Ich will doch nur ein paar Geld wegbringen. Ich will nur ein armer Postbote. Das war mir eine Uzi, aber ich bin nur ein Postbote. Ich hätte auch mal eine Mini-Waffe mitnehmen sollen, ich trottel. Ich sehe es gerade, ich habe nämlich nichts an Mini dabei. Dann lege ich mir die mal schon auf den Quickslot. Den Gleiter. Und renne hier nicht, hier bin ich ja gestorben in der letzten Folge. Hier kriegt man dann auch gleich einen richtigen Batzen, der saß an der Hacken. Sehr, sehr nervig. Und eigentlich wollte ich heute mit dem Daniel spielen und mit dem Falli, aber die sind wieder voll altes Live am Zocken. Teil. Traurig bin ich darüber. Daniel guckt ja meine Videos, der wird das dann hören. Aber wir wollen am Wochenende auf jeden Fall eine fette Session zusammen machen. Auch mit dem Ivan LP dabei. Also wir sind ein paar Let's Player, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein lustiges Wochenende. Und natürlich mit euch, keine Frage. Attack will happen in 10 minutes. So, da flitze ich einfach mal weiter. Es ist ja mal ein ganz schönes Stück bis dahin. Wenn ich jetzt auf Map gucke, ist es echt ein ganz schöner Batzen. Aber Nether Search. Und die Safe Zones sind alle safe. Der Himmel, Herrgott. Keiner sagt mir Hallo. Saratza, wie geht. Oh oh. Ich sag jetzt dazu nichts. Ich mache einfach meinen Paketdienst weiter. Und werde jetzt nicht spammen. Oh Gott, ich hab's gesehen. Ich wurde nicht beachtet, tut mir leid. Ich will ja nicht als Groupie enden, ne? In Nether. Auch wenn ich das schon viel länger als die beiden spiele, verfolge ich trotzdem denen ihre Videos. Aber wir laufen uns eh nicht mehr im Weg, dafür ist die Welt viel zu groß. Nix. Ich gehe mal ganz geschmeidig. Ups, leckt ja aber ein bisschen. Obwohl auf dem US-Server ich eigentlich mal ziemlich gut spielen kann, muss ich sagen. Habe ich eigentlich wenig Ärger mit. Soll ich es mit Messer machen? Ich mache es mit Messer. Oder soll ich mal meine Flinte ausprobieren? Schüsschen. Gut, jetzt habe ich wenigstens mal was damit gekillt. Nicht, dass ich jetzt sterbe und damit nichts erledigt habe. Das wäre zu traurig. Boah, das wäre geil, wenn ich die beiden treffen würde. Ich würde sofort die Flinte von mir geschenkt kriegen. Bin sowieso des Todes. Ein Escort oder so haben wir da hinten. Ich bringe mal ein Paketchen weg. Viel rumzuschreien. Dafür knall ich halt rum. Oh, Level 8. Und hier haben wir eine Kralle, glaube ich. Nee, das ist was anderes.
Nimm mal die Teile mal mit, ausnahmsweise. Aber das ist peinlich, wenn die mich abknallen. Obwohl, peinlich kann mir denn nicht sein, ich werde davon alles abgeknallt. Wenn irgendein Bonus bekommt, sich da rum mit 200 XP. Sind leider sehr leer geworden. Die waren früher viel mehr gefüllt mit leckeren Loot, mit wie zum Beispiel ja, Medizin. Und ja, aber jetzt ist da nichts mehr drin. Also wenn ihr zwei Leute seht, dann sagt mir Bescheid. Ich schieße sie auf keinen Fall ab. Das werde ich nicht machen. Ich lasse mich eher von denen killen. Dann haben sie auch einen richtig guten Loot. Meine Spezial-Netzerwaffe. Meine Super-Netzerwaffe habe ich ja dabei. Einmal hochscrollen, kriege ich die, ne? Ach, es ist aber auch immer unterschiedlich. Da hinten haben wir schon die... Nee, das ist noch nicht safe, oder? Doch, in der Richtung, rechts. Etwas rechts. Dann können wir mal hier durch. Weil sie leicht auf dem Boden irritieren auch mal ein bisschen. Tun die nix, ne? Oh, ja. Live dabei bin ich. Ist das herrlich? Sarah zerstirbt. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, wie der das schafft. Obwohl, mir ist das in der letzten Folge auch passiert. Dann sind die schon mal nicht da in der Safe. Ist schon mal gut, dann kann ich da hin. Die erleben irgendwo ihre Abenteuer. Den wertvollen Zeug zu schenken wäre fast nicht, ich will nicht Verschwendung sagen, weil es hört sich so abwehrend an, aber dafür stirbt der Sarazza sehr oft. Das ist, dass man immer sein Gut hinterherrennen muss. Das wäre schwer. Bin ja auch kein Pro-Gamer. Bin ja nur Fun-Gamer. Und das mit Stolz. So, wo soll das Paket hin? Das Paket soll nach im roten Händler, der ist genau hinter mir. Und wir kriegen natürlich unsere Euros. Oder Dollars, besser gesagt. Jetzt gucken wir mal, ein paar Kätzchen finden wir da. Sollen wir mal ein paar Euro zusammen... Ach man, Euro und Dollar zusammen. Da hinten liegt öfter mal eins. Super, das ist ein bisschen... Läuft mir gar kein Spiel flüssig irgendwie. Voll ärgerlich. Und hab... Hole ich mir noch ein paar Waffenteile zusammen und ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Nee, nicht nix. Renn mal ganz fleißig jetzt raus. Hier ist ja echt schön leer. Ja, die Leute immer noch alle da sind. Ja, Salsche Rumpel, Sarazza. Oh, einen guten Ping haben sie auf jeden Fall. Oh, welche Safe sind es dauern? Oh, die sind in der großen Safe. Oh, komm, wir gehen die mal besuchen. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Wieder eine extra Folge heute. Was soll ich machen? Aber er wurde ja erschossen. Und dann kredenze ich denen mal eine Waffe. Ich habe ja noch eine Pistole übrig. Ein bisschen Munition habe ich ja auch. Wollen wir mal nicht so geizig sein hier. Aber ich finde die eh nicht.
Da wird man außersehen mal einen leeren Surfer und da sind die beiden mit drauf. Ich find's lustig. Ich finde auch gut, dass sie sich nicht umnennen. Kann man ja auch schlecht in Let's Play, ne? Er lacht doch gerade. Ist gerade weggeschmolzen, sozusagen. Findet man auch nie was hier oben. Muss man eigentlich auch mal für umsonst hoch. Spare ich mir. Uah. Nicht zu dolle springen. Ich habe noch eine Skillpunkte zu vergeben, das will ich auch nicht vergessen. Und zwar 3 an der Zahl. Finden wir nur einer für höher springen. Ich springe gerne hoch. Wird denn die große Safe Zone gerade repariert? Ne, 0%. Oh, ich darf mich auch durch den Nether Search rennen. Das ist mir einmal passiert mit dem Nether Search, da habe ich auch echt keinen Bock mehr drauf. Also du weißt, er fällt in Safe Zone. Okay, die nächste Safe Zone ist down. Und zwar. Oh, hier rennt er zu 2 geschlossenen Safe Zones. Das ist auch natürlich nicht so praktisch. Spar mir das Ganze. Ist schön. Was haben wir hier? Ach, ich lasse ihn liegen. Dafür habe ich nicht genug Platz für den Müll. Sachen finden. Mein Kleiner wird gerade Bett fein gemacht. Der ist immer ganz laut und da muss ich die Tür zumachen. Boah, diese Holzflöcke, ne? Die findet man jetzt auch überall. Wenn man mich sucht, kriege ich sie nicht. Die große Safe, die ist natürlich jetzt nicht safe. Wie ich die beiden kenne, sind die, die versuchen an zu reparieren, zu zweit. Ich muss ja mal aus der Ferne beobachten. Auf jeden Fall sind andere Spieler hier. Ich habe ja gelesen, dass Saratz von einem gekillt wurde. Ich gucke noch mal ganz kurz im Chat. Danke. Franzi Fröhlich. Großer Fan von euch, macht einen Daumen hoch. Ja, wie schön das ist, mit denen auf einem Server zu sein. Egal, ich sammle Zeugs. Was soll's? Hin oder her? Dass sie grafisch sich immer aufbauen muss vorher. Also so viel Anspruch kann die Waffe doch nicht haben. Aber die Munition dafür fand man vorher viel, viel besser. Jetzt ist irgendwie gar nichts mehr Munition dafür zu finden an diesen Krallen. Gut, dass ich die alle gebunkert habe vorher.
öfter, ne? Ah, da sieht man den Namen nicht. Der läuft so offensichtlich. Wir wollen mal gucken, wer das ist. Der will sein Mund wieder haben wahrscheinlich, sein Küchenmesser. So kann man sie super an... Da sind zwei. Oh Gott. Gerade wieder Herzklopfen. Bei mir ist wieder High Disco. Ich hüpfe mal. Nicht schießen. Wie heißen sie? Oh, das sind die nicht. Scheiße. Muss ich ihn ausschalten? Wie schön es so einfach wäre jetzt. Lara loves. Aber sind zu zweit. Nicht wirklich auf ihren Rücken. Oh, der hat so eine Messerwaffe. Ne, eine Schaufel. Da muss man da hinten gucken. Das ist auf jeden Fall ein Nubi. Man merkt's. Greif mich doch mit deiner Schippe an, komm. Verfolgt er den oder was machen wir hier? Jetzt hat er Schlagen geübt, hast du gesehen? Davon ist Franzi fröhlich. Ich glaube, die suchen. Die beiden. Und achten überhaupt nicht auf ihren Rücken. Ist ja eigentlich mal im Grunde eine Messerwaffe auszuprobieren. Nee. Was ist mit euch? Seid ihr blind? Ich könnte die sowas von killen. Guckt euch das mal an. Ich kann's nicht. Ihr kennt mich. Ihr kennt mein Gameplay und. Und das sind echte Noobies. Alleine, was die für Klamotten anhaben. Junge! Ja, gut, das hast du mir wenigstens mal gesehen. Hüpf, hüpf, hüpf. Schreiben Sie wenigstens Hallo. Gut, ich sag einfach mal, für eine für eine Freitagsfolge, weil ich hier arbeiten muss, sollte das reichen, stelle mich in die Ecke. Ich suche die beiden noch und verspreche euch, wenn ich sie finde, mache ich durch nochmal auf Aufnahme und schmeiß das nur mit dem Video rein. Aber ich denke mal nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.